Hallo ihr Lieben, ich melde mich wieder zurück mit einem Video und zwar habe ich ja schon angekündigt, ich wollte noch das VDP Plus euch vorstellen. Und zwar hat Mr. Blinky uns einen riesengroßen Gefallen getan und hat das Serial Pierce, eigentlich was man ja käuflich erwerben kann, hier oben reinsteckt, so umgemodelt, dass man sich das auf seinen Tamagotchi Pierce runterziehen kann, aber von seiner Website und man braucht dafür kein Geld ausgeben, was es super ist, weil das Serial Pierce ist übelst teuer geworden. Was braucht ihr? Ihr braucht euer Tamagotchi. Und ihr braucht so ein tolles altes Knochentelefon mit Infrared-Device, also Infrarot hier oben. Und dann geht ihr einfach auf die Seite und zieht es euch runter. Und zwar speichere ich das dann immer unter Bilder. Und dann habt ihr hier, seht ihr schon, drei Sanrio Picks. Eins, zwei und drei. Und die wiederum zieht ihr auf euer Tamagotchi Piece drauf. Also einfach über Infrarot übertragen. Und dann passiert Folgendes. Die haben das nicht alles unter den Reisezielen, die man besuchen kann, gespeichert, sondern die zweite und die dritte wurde unter folgendem gespeichert. Einmal geht ihr auf das Connection-Symbol, dann unter Tamagotchi Piece. Dann habt ihr hier Play. Dann geht ihr auf Invite. Und dann den ersten Freund. Und da seht ihr, könnt ihr die Spiele spielen. Und hier sind versteckt die zwei anderen Sanrio-Downloads mit dem Content. Da macht ihr natürlich nichts drauf, ne? Also das lasst ihr so, wie es ist. Es ist nur, damit ihr wisst, wo es versteckt ist. Genau, und das ist nämlich ganz günstig, dass es da ist, weil dann nimmt es euch keinen großen Speicherplatz weg. Das verhält sich wie ein normales VDP, was man runterladen kann. Und die Destination 1 ist dann hier. Ich habe jetzt gerade mein Korinthen-VDP drin. Ich zeige euch jetzt aber, wie das mit dem Sanrio funktioniert. Draufklicken. Ja, da möchte ich hingehen. Dann haben wir wieder unseren süßen kleinen Reisebus. Und dann müsst ihr schon verlinken, genau. Und es geht total problemlos. Ihr müsst ja auch wirklich nichts bestätigen oder sonst irgendwas. Das zieht euch das einfach gleich runter. Genau, und ihr seht schon hier hinten, die Banner, die haben sich schon verändert. Das ist das typische Sanrio-Design. Also es ist echt klasse gemacht und das ist vor allen Dingen alles auf Englisch. Das heißt, ihr versteht auch noch alles. Weil die normalen Pierces sind natürlich auf Japanisch und haben den japanischen Content. Und er hat es halt so umgemodelt, dass man es dann jetzt auch auf Englisch verstehen kann. Achso, beim Essen können wir noch nicht viel machen, aber wir können zu Reform gehen. Und dann könnt ihr euch euer Wallpaper neu machen lassen. Den Hintergrund quasi. Und da ist das Original Sanrio Wallpaper auch mit drauf. Was absolut grandios ist. Tada. Entschuldige, dass das ein bisschen wackelig ist. Ich sitze hier gerade sehr unkomfortabel, deswegen. Genau. Das ist. Das ist so toll. Absolut cool. Also ich hoffe, dass sie das echt noch mit anderen Pierces auch machen, weil ich glaube, das würde vielen viel Geld ersparen, weil die sind einfach kostenlos. Ihr braucht nur das Infrarot-Handy, das gibt es bei eBay für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Das ist absolut grandios und ich glaube, damit ist vielen Menschen geholfen, die das Tamagotchi Piece wirklich einfach spielen wollen und erleben wollen. Dann haben wir hier die Travel Destination Sanrio. Das ist dann dieses, wo ihr euch verwandeln könnt, wenn ihr den richtigen Char habt. Zum Beispiel, das ist ja jetzt ein Junge. Sorry, you can change. Oh, wop, wop, wop. Ja, aber ich bin noch ein Kleinkind, also dauert das noch ein bisschen, bis ich da hinkomme. Ich versuche mal Matchy für euch zu bekommen. Dann würde ich euch das natürlich noch mal kurz auf Instagram zeigen, wie der sich verwandelt. Ich glaube, Matchy kann man verwandeln. Das wird dann, glaube ich, Hello Kitty mal Matchy. So, ja, das war's schon. Das ist der VDP Plus. Von dem alle so toll sperren. Also wer auf Facebook mal ein bisschen in die Gruppen geschnarcht hat, der hat es schon mitbekommen, dass es diesen VDP Plus gibt. Anlehnung natürlich an das Tamagotchi Mix Sanrio, was ja jetzt demnächst im April rauskommt. Und da haben die uns sich gesagt, hey, wir sind eher, wir machen das für das Tamagotchi Piece und dann können es auch alle haben. Und da haben wir das Sanrio auf dem Tamagotchi Piece. Alle. Das ist so toll. Man braucht nichts dafür bezahlen. Was natürlich schade für mich ist, weil ich habe das Tamagotchi, also das Piece auch original von Sanrio, was natürlich sehr witzig ist. Aber jetzt brauche ich es an und für sich nicht mehr. Aber nein, ich werde es nicht verkaufen, denn ich möchte eine vollständige Kollektion haben. Genau. Das war's dazu.
Wie immer würde ich mich freuen über Links und solche Sachen, also Likes und Teilungen und natürlich neue Abonnenten und vergesst nicht, mich auf Instagram und auch auf Facebook zu besuchen. Das wäre super, super toll und ich freue mich über jeden neuen Besucher und auch alte bekannte Gesichter, die man da trifft. Dann sage ich einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!